Das ist auch eine gute Frage. Warum sind wir behaart und warum ist der Intimbereich behaart? Ich glaube, das sollte man wohl einem Biologen fragen oder irgendeinen, der sich mit Evolution beschäftigt. Ich glaube, der Grund für die Behaarung ist einfach, dass man damals splitterfasernackt durch die Prärie gelaufen ist und dass sich die Natur dabei gedacht hat, unser Glied zu schützen, indem es ihr Behaarung gegeben hat. Die Frage kurz beantwortet, ob blank oder behaart besser ist, muss man sozusagen folgende Aspekte noch berücksichtigen. Wenn man sich regelmäßig rasiert, kann es da zu kleinen Verletzungen der Haut kommen. Über diese sozusagen Hautverletzungen können sich Keime dort ansiedeln und es kann zu einer Entzündung der Haut kommen, zu einem sogenannten Erysipel. In dem Moment, wo man behaart ist, ist man dieser Gefahr letztendlich nicht ausgesetzt oder weniger ausgesetzt und dementsprechend Also auf die Frage, ob rasiert oder blank besser ist, würde ich vielleicht einen berühmten Fußballer zitieren an dieser Stelle, der sagte, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Ich glaube, das nimmt sich nicht viel und es ist jedem selbst überlassen, was einem mehr am Herzen liegt. Ohne Schaum, mit Schaum. Ich bin kein Friseur. Kann man sich beim Friseur die... Kann man das machen lassen? Geht das? Also ich bin noch nie zum Friseur gegangen und gesagt, können Sie mir mal die... Wo wir die Frage einfach überspringen. Können wir auch. Ach, also das Krasseste, was ich im Genitalbereich bei einer Untersuchung gesehen habe, fällt mir jetzt gerade nichts ein, wo ich sagen würde, das war das. Aber ich habe sehr viele unterschiedliche Tattoos gesehen, die teilweise auch sehr lustig waren, muss ich sagen. Ich erinnere mich da an ein Tattoo. Da war ein halber Elefantenkopf sozusagen unterhalb vom Bauchnabel zwischen Dammbereich drauf tätowiert. Und der Rüssel war halt... der Penis. Das war in dem ersten Moment schon so ein... Es war echt sehr schwer, da nicht in Tränen auszubrechen. Aber es war schon kreativ, ja. Also ich fand das gut, muss ich sagen. Habe ich dem Patienten auch gesagt. Ich habe gesagt, nimm es mir nicht persönlich, aber ich finde, es sieht gut aus. Ja.